So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich muss gerade den Stream einrichten. Dann können wir gleich sofort loslegen. Nur gucken, ob ich das hier gerade vernünftig eingerichtet bekomme. Aber wir haben noch Zeit, wir haben nur ungefähr 5 Minuten, bevor es Quali losgeht. Und haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ging jetzt alles ein bisschen drunter und drüber, weil ich jetzt die Lobby erstellen musste. Aber das sollten wir hinbekommen. So, ich sehe auf jeden Fall schon mal den Chat, das ist schon mal gut. Jetzt teile ich noch das hier. Oh Gott, so laut. Mach mal nicht so laut hier. Mal Link kopieren. Haupt Stream. Ja, warte, ich. Jetzt fängst du auch an. Alter, hier repariert alles. So, die Links habe ich zumindest mal rausgehauen. Und das zieht sich, ich sehe jetzt schon den Himmel, das sieht jetzt schon bewölkt aus. Und wir haben noch knapp 3 Minuten, bis es losgeht, also könnte das vielleicht sogar hier schon im Regen starten. Aber ja, das ist auf jeden Fall das zweite Testrennen der B-Liga. Die A-Liga hatten wir ja vor einer Woche. Jetzt zieht die B-Liga quasi nach. Und ich hoffe, das passt hier alles überhaupt, was ich hier mache. Aber müsste. Warte mal. Okay, ja, ich höre mich. So, das fängt gleich an zu pissen, so wie ich das sehe. Wir können ja mal ganz kurz. Ich habe ein Problem. Mein Problem ist, dass ich zum ersten Mal. Ich versuche das jetzt hier mal. Ich stream zum ersten Mal ein GT-Rennen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das hier steuere. Ah. Aber das kriegen wir raus. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, das rauszukriegen. Oh, das beste Kameraperspektive. Der Stream ist so verzögert. Warum ist denn der so verzögert? Der ist unfassbar verzögert. Ich verlasse das hier mal. Auf jeden Fall geht es gleich erstmal los mit 20 Minuten Qualifying. In ein paar Minuten. Gucken mal, Fate of All Fools ist da. Das Ding ist nicht. Alter, du fängst jetzt an, die Reifen zu kaufen, ist das denn ernst? Ja, Quali startet trotzdem 20 Uhr. Nee, was ich sagen wollte, ich kenne nicht. Es sind viele neue Fahrer jetzt dazugekommen. In letzter Zeit. Viele, die auch mitfahren hier. Ich kenne nicht jeden. Ich kann nicht jeden einschätzen. Mini kenne ich, Svensson kenne ich, Eddie kenne ich. Harry Hirntod ist auch mal mitgefahren. Letzte Woche, meine ich. Alex kenne ich. Cody sagt mir nichts. Black Eye sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Pfalzgraf habe ich schon mal gehört und Han wüsste ich jetzt auch nicht. Aber da fällt echt. Ist das jetzt Citroën? Tatsächlich, da fällt echt einer den Citroën. So, Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz. Gleich starten die 20 Minuten Quali. Und ich muss das jetzt hier leider ein bisschen. Also, ich bin jetzt hier Streamer, Lobbyhost und Admin im einem. Deswegen entschuldigt mich, wenn ich hier so ein bisschen
White Pain ist im Chat. Schönen guten Abend. Du bist auch dabei, fährst aber nicht mit, ja. Das ist natürlich schade, dass du nicht mitfährst. Ich muss mich gerade konzentrieren. Wir haben jetzt 20 Uhr. Quali Start. 20, hoppala, 20 Minuten ab jetzt. So, ich schreibe das auch nochmal hier rein. Quali Start. 20 Minuten ab jetzt. Und ich höre schon die ersten Geräusche, deswegen gehen wir sofort in die Zuschauerperspektive. Oh, es ist echt schon am Regnen. Alter, ist der Fernseher laut. Das sieht zumindest. Ich habe gar keine Anzeigen an. Du hast keine Einladung bekommen zum Rennen. Okay. Ja, einen Moment. Das ist natürlich, das wird natürlich über die Homepage gemacht. Und wenn du da nicht in der Verteilerliste drin bist, aber eigentlich ist das öffentlich. Also du kannst dich auch da. Bito auch nicht. G-Bone auch nicht. Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal die Verteilerlisten nachprüfen, weil es sind natürlich jetzt viele neue dazugekommen. Da könnten es sein, dass nicht alle mit reingekommen sind. Aber ich denke, da wird sich der Mamba dann drum kümmern. Der hat da ein besseres Händchen für. Oder der Obi. So. Ich habe auf jeden Fall schon den Knopf gefunden zum Kamerawechseln. Wieso macht der das denn immer? Ist ja mega dumm. Aber es regnet. Ah doch! Guck mal an, es regnet schon leicht. Ich hab doch. Alter, diese. Wie steuere ich denn hier was? Warte mal. Das müssen wir auch nicht. Okay, das fängt gerade richtig an zu pissen, Leute. Und die Leute haben noch keine Quali-Zeit gesetzt. Also der Fate of All Fools ist auf den weichen Reifen drauf. Ich weiß nicht, ob der die Runde so beenden wird. Das sieht jetzt schon sehr nass aus. Wie ist denn die Steuerung von dem Ding? Der Hahn ist auch auf weichen Reifen drauf. Hennes auf weichen Reifen. Die fahren alle weiter. Der erste Slot im Rennen ist trocken, Leute. Slot im Rennen ist trocken. Das tut mir echt leid, dass ich zwischendurch immer ein bisschen aufs Handy gucken muss, aber ich, wie gesagt, ich bin halt auch Lobby-Host und Admin und Streamer jetzt auf einmal in einem. Genau, das ist. Schreib über WhatsApp mal den Mamba an. Das ist, glaube ich, das Beste, was du tun kannst. So, der Hennis hat eine halbe Sekunde Strafe. Das wird nicht seine beste Runde werden. Aber die scheinen doch tatsächlich ganz gut klar zu kommen auf dem weichen Reifen. Obwohl es regnet. Der Mini ist auf dem weichen Reifen. Eddie Sven ist auf dem weichen Reifen. Black Eye ist auf dem weichen Reifen. Die Lobby war schon voll und Svensson ist nicht eingesprungen. Morpheus ist im Chat. Schönen guten Abend. Okay. Lobby war schon voll. Warst du denn rechtzeitig angemeldet für das Rennen? Oh, der fährt Rennen. Hartreifen. Ich weiß nicht, ob das fürs Quali der richtige Reifen ist, ehrlich gesagt. Ich hoffe, er hat einen weichen Reifen. Und nicht nur harte Reifen für das Auto. Alex steht mit Inters in der Box. Das könnte interessant werden. Wir haben noch keine Zeiten. Harry Hirntod fährt jetzt das erste Mal wieder auf Startziel. Beendet da jetzt mal eine Runde. Bin Grim Reaper. Okay. Ja, der Name sagt mir leider nichts. Du bist wahrscheinlich neu dazugekommen. So wie viele jetzt in letzter Zeit neu in die Liga dazukommen. Ah, genau. Nee. Aber freut mich, dass du den Weg in die Liga gefunden hast.
Ich mache das ja jetzt hier nur aushilfsweise als Streamer. Also wundert euch nicht, dass das hier ein bisschen chaotisch ist. Wir bieten normalerweise Content. Qualitätscontent. So. Aber das mit dem Regen, das. Die scheinen das auf ihren Trockenreifen doch hinzukriegen. Trotz des Regens. Achso. Ja, wir gehen einfach mal plump durch. Harry Hirntod ist noch zurzeit auf Paul. Wieso muss Quali trocken sein? Muss es nicht. Pass mal auf, die Quali ist ja trocken gestartet. Da die Lobby aber schon 10 Minuten offen war, kann sich das Wetter ja ändern. Also, da ist nicht das Problem. So, der Hahn ist mittlerweile auf der zweiten Position, aber nur drei, ja was sind das jetzt, drei Tausendstel? Tausendstel sind das, ne? Zehntel, Hunderttausendstel. Drei Tausendstel vor Fate of All Fools. Dahinter dann der Eddie Sven, der hinter Mini fährt. Ich weiß nicht, ob das einen taktischen Hintergrund hat. Ah, der Mini lässt ihn aber jetzt vorbei. So, dann haben wir den Svensson fast in derselben Kurve dahinter, auf der fünften Position, aber auch nur 81.000stel vor dem Mini. Genau, der da seine Runde abgebrochen hatte vorhin. War bei der, ja genau, es war bei der Aja, das ist es ja. Ah, der Hennis hat sich auf die 4 verbessert. Das haben wir so gerade mal mitbekommen. Ich gehe mal übrigens wieder mal in die... Das ist ein Krampf, dieser Steuerung. Weil ich nie in den Zuschauermodus gehe in diesem Spiel. Nee, aber ist ja logisch, wenn ich das Quali trocken starte, hab die Lobby dann 20 Minuten. Gut, in unserem Fall war es jetzt ein bisschen kürzer, waren es jetzt fast 10 Minuten. Hab die dann offen, dann wechselt sich das, kann das Wetter schon mal umschlagen. Das ist durchaus möglich. So, ich versuche jetzt unmöglich. Ui, da hat einer 3 Sekunden. Ah, das ist wahrscheinlich erst aus der Box rausgefahren und aber hier ist es gerade ziemlich voll auf. Uiuiui! Uiuiui! Da haben wir schon den ersten. Wer war denn der Gegenpart? Da haben wir. Hennis war mit dran beteiligt und der Citroen-Fahrer. Ui, der hat einen kompletten Frontschaden jetzt. Die boxen sich schon vorm Rennen, boxen die sich von der Strecke. Ja, die fahren auch alle mit den Trockenreifen. Ich muss ein bisschen unten links die Uhr im Auge behalten, bei 20 Minuten müssen wir Quali-Ende machen. Also es ist auf jeden Fall, man sieht es auch links an den Balken. Warte, habe ich hier irgendwie... schade. Ich habe keinen Mauszeiger so. Aber... Unten links ist ja dieser Balken und wenn der noch unter dem ersten Strich ist, dann kann man mit dem Trockenreifen... Ui, da steht der nächste im Kies, das war der Alex. Ui, und dahinter dreht sich noch einer. Das war, glaube ich, der Cody. Zwei Mercedes-Fahrer hier am Start. Fate of all... Oh, da stand doch gerade wieder einer. Der Fate of All Fools ist wieder auf der Pole. Mit 13 vorm Harry Hirntod. Ich find einfach den PSN-Namen Harry Hirntod einfach so toll. Drachenwolf ist dazugekommen. Der sollte sich jetzt sputen, wenn er noch eine Runde setzen will. Ah, der Hahn ist auf Abwägen. Immer noch auf den weichen Reifen so lang. Man sieht jetzt unten links, der Balken ist über dem Strich. Das kann jetzt dazu führen, dass der weiche Reifen und falscher Reifen jetzt ist. Und ich weiß nicht, warum der mir immer, sobald ich eine Taste drücke, aus diesem Menü rausgeht. Ah, man sieht's. Ah, guck mal. Ich glaube, jetzt ist der Interreifen der bessere Reifen.
glaube ja. Hennes geht auf den Inter. Und ich glaube, damit haben sich auch die Zeiten dann erledigt. Ah, der Black Eye hat hier ziemliche Probleme. So ein bisschen auf den Mini aufpassen. Nee, aber ich glaube, das war's. Es regnet jetzt stärker. Und damit ist es Quali auch schon vorbei. Oh, der Mini macht da einen harten Abgang. Fängt er das Auto? Oh, Black Eye fängt das Auto nicht. Nee, das war's mit den Zeichen. Es regnet zu stark jetzt. Jetzt fahren die Leute auf den Inters raus. Ja, Svensson auf den weichen Reifen. Dann sind die Zeiten in ja ganz genau. Also das Quali steht, wir haben noch 2 Minuten, 1,5 Minuten. Aber es regnet jetzt immer stärker. Ja, also wir können die Startaufstellung jetzt schon durchgehen. Fate of All Fools hat die Pole. Uiuiuiui. In einem interessanten Haas-Design, muss man auch mal sagen. Harry Hirntod auch jetzt in der Box auf der 2. Hahn, ja guck mal hier, Hahn kommt nicht mal von der Stelle weg mit seinen Trockenreifen. Muss er nur auf den Cody aufpassen. Also Hahn auf der 3. Svensson im, ja, weiche Reifen eingeschlagen sogar. Auf der 4. Hennes mit Intermediates, der hat auch schon. Uiui, der hat Probleme. Da vorne steht jetzt der Svensson. Black Eye auf der 6. Weiche Reifen und. Ja, der schwimmt komplett auf hier. Nee, nee, 20 Minuten gibt es Quali. Oh, warte mal. Alter, ich bin so lost. Du hast vollkommen recht, Morpheus. Du hast vollkommen recht. Ich darf mich gar nicht. Ich habe den Fehler gemacht. Wir haben jetzt 20:12 Uhr. Vielen Dank, dass du mir das jetzt gerade sagst. Unten links an die Zeitanzeige, da habe ich mich, also an die Zeit, die da läuft, darf ich mich nicht orientieren. Die Lobby war ja viel früher auf schon. Oh, jetzt haben wir aber schon einen blauen Strich links. Das ist eigentlich schon so ein Zeichen für Wetz. Der Mini fährt immer noch mit den weichen Reifen. Cody auf der 10, Pfalzgraf mit den Medium-Reifen auf der 11. Er kämpft sich die letzten Meter in die Box. Also, wer draußen bleibt. Ne, bleibt er nicht. Nicht unbedingt. Also, das kannst du jetzt nicht so ableiten, dass nach 10 Minuten ist. Uiuiui. Das kannst du jetzt nicht so herleiten, glaube ich, dass das Quali. Ach Quatsch, dass das Rennen genauso schnell im Regen verendet wie das Quali. Ich versuche ja immer noch die richtige Einstellung hier zu finden. Das hilft mir vielleicht ein bisschen. Also, wir haben ja jetzt sowieso. Das Quali ist gelaufen. Ich versuche mich jetzt ein bisschen an die. Ich drücke jetzt mal jeden Knopf und guck, was er macht. Der macht nichts. Mit dem wechsle ich die Perspektive. Das ist eine schöne Perspektive, muss ich sagen. Hä? So eben haben wir getestet und war es so. Das gleiche Lobby. Okay. Ja, ich habe solche Tests nie gemacht. Ich kann das. Boah, ich hab trockenen Mund im Moment mal. Okay. Aber ist ja interessant mal zu wissen. Also angenommen, im Quali regnet es nach 10 Minuten, dann regnet es automatisch auch nach 10 Minuten im Rennen. Ist das so richtig? Ich fange mal so ein paar Bilder von außen her. Ah! So. Ach Mann, was ist denn das? Ich will den richtigen Knopf drücken. Aber wir können ja mal auf die Fahrer und ihre Autos eingehen. Was haltet ihr davon? Also, wir haben den Fate of All Fools. Das ist der Ferrari sogar. Ich habe noch keinen gesehen, der im Ligabetrieb mit Ferrari fährt. Das ist ganz interessant. Mal gucken. Aber es scheint ja kein falsches Auto zu sein. Er hat die Pole und macht halt direkt einen Abgang. Auch mal direkt einen Abgang gemacht. So, und auch der Harry Hirntod fährt den Ferrari. Also, da haben wir schon mal zwei Teamkollegen gefunden. Auch vom Design her ist es das Haas-Team. Davor schwimmt der Mercedes auf. Ist der Alex immer noch auf den weichen Reifen, oder?
Also er ist halt auf rennweichen Reifen. Alex, fahr doch in die Box. Lol. Wo war ich jetzt? Achso, ich wollte die Fahrer durchgehen. Im Nissan fährt der Hahn. Wer treffen? Der Svensson fährt im Porsche, im Nürburgring Porsche, wie heißt er? Wie heißt er denn jetzt? Öffnen wir mal schnell. Crello Porsche. Tut der nicht öffnen? Ich komme da gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall ist das immer der Porsche, der bei 24 Stunden Nürburgring immer mitfährt. Das weiß ich. Mantai Porsche! Ja! Danke, Moffe! Ja! Mantai, da war's. Das stand gerade komplett auf dem Schlauch. Aber er fährt mit weichen Reifen raus. Das verwundert mich jetzt schon so ein bisschen, dass er auf weichen Reifen rausfährt. Ich glaube nicht, dass das. Alter, diese Steuerung macht mich kirre. Ist ja noch schlimmer als wie bei F1, ey. Chaco. Jetzt wird's schwer. Chakotay 70. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Also schön, dass du im Chat dabei bist. Wir haben noch ganze 3 Minuten vom Quali. Nee, aber die weichen Reifen sind ja einfach falsch. Der Mantai Porsche, so jetzt. Jetzt geht es mir besser durch das. Ui, Drachenwolf war einen harten Abgang. Habe ich gerade auf den Hennes geschaltet und sehe. Uiuiui. Aber der Drachenwolf hat es gut abgefangen. Das muss man ihn lassen. Also der Hennes ist mit dem FC Köln Design unterwegs. Was ist es für ein Auto? Es gab doch irgendwie mal sowas, da konnte man das sehen. Nee. Was macht der Knopf? Der macht auch nichts. Es gibt viel zu viele Knöpfe, die einfach nichts machen. Da sehen wir den Porsche bei Black Eye. Ich glaube, ich habe das einfach nicht richtig belegt hier. Vielleicht nicht ernsthaft Send Nudes hinten draufstehen, oder? Alles klar. See you later. Auch im Porsche, Eddie Sven. Porsche ist auch mein Favorit tatsächlich. Mit dem werde ich wahrscheinlich auch die Ligarennen bestreiten. Der Hannonese ist da. Schönen guten Abend. Good luck, Leute. Ja, viel Glück werden sie brauchen in dem Rennen hier. Zumindest bei den Bedingungen. Glück und Können. So, dann haben wir den Marcelino. Der fährt die Vibe, hier die Corvette. Ist auf der 8 unterwegs. Dann haben wir Mini auf der 9. Position. Steht in der Box. Nicht schubsen, hab Pudding im Kofferraum. Okay. Also ein Vincent Mitglied. Ich muss jetzt ein bisschen die Uhr im Auge behalten, aber ich glaube, wir können das Quali auch schon. Muss man hier irgendwie den Chat aufrufen. Quali Ende. Aber diese 1 Minute warten wir jetzt noch. Ist halt ein bisschen doof jetzt heute. Ich bin halt Host und wie gesagt, Host und Ligaleiter und Streamer in einem. Ich muss das irgendwie alles koordinieren. Sobald das Rennen losgeht, können wir uns aber genau nur darauf konzentrieren. Und ich warte jetzt eigentlich nur, bis wir 20 Uhr haben. Also 20 nach 8. Ich will den Jungs ja jede Minute geben, die sie auch zur Verfügung haben. Ne? Das ist ja. Jetzt haben wir 2020. So, das heißt, Quali ist Ende.
und die Leute fahren jetzt nicht mehr weiter. Und ich schreibe am besten, ja, nee, ich schreibe am besten hier im Spielchat. Das lesen die jetzt eher als wie im, bitte. Das ist jetzt ein bisschen doof, damit zu schreiben. Denkt dran, eure Stadt. Nein! Jetzt wollte ich das Ding da oben nutzen, hast verkackt. Reifen. Aus. Zu. Ja, das Ä jetzt zu suchen ist zu langgiebig. Auszuwahlen. Bis ich das Ä gefunden habe, ist vorbei. Wir machen Start um. Das schreibe ich auch noch dazu. Wir machen Start ist um. Ist um. Wie mache ich das? Ich kann doch jetzt hier nicht alles erklären. Fuck! Jetzt habe ich das geschrieben. Das wollte ich nicht schreiben. Wo sehe ich denn hier mal den einen? Warte mal. Ich mache das jetzt viel einfacher. Ja, die Box ist frei, wenn du es so sagen willst. Ja. Das ist das Problem, was ich meinte. Das ist jetzt das Problem, dass ich das jetzt hier alles organisieren muss. In den... Alter. Der Start könnte sich verzögern, Leute. In den Einstellungen. Klingt auch doof, wenn ich das jetzt so schreibe, ne? Wie mache ich das in den Einstellungen? Nee, so schreibe ich das jetzt nicht. Ja, ist halt doof. Ich kann ihm jetzt schlecht sagen, wie er das macht. Also halt hier und dann in den Einstellungen, dann kannst du halt da deine Reifen auswählen. So, das. Wie soll ich ihm das jetzt schriftlich erklären? Aber ich guck mal ganz gerade, die stehen alle in der Box aufgereiht. Pass auf. Ich mache jetzt folgendes. Start ist um, damit die anderen mal Bescheid wissen. Um 20 Uhr. Was haben wir jetzt? 23. Wir machen 26 draus. So. Ja, es ist kompliziert. Die Strecke hat gut abgetrocknet, muss man sagen. Weißt du, wie soll ich das über den Spielchat? Ich kann ja jedem helfen. Wie wird das Wetter? Leute! Erklär im Stream. Okay, pass auf. Der erste Slot ist trocken. Was danach passiert ist, ist Zufall. Nein, das wollte ich nicht schreiben. Das ist Steuerung. Oh Mann, ey. Nee, keine Zeit mehr. Fahren, Leute. Jetzt ist hier rum. Qualis Ende. Starte gleich das Rennen. Wenn die Leute jetzt hier anfangen, Zeiten zu fahren, dann werde ich hier murrig. Nein, das wollte ich nicht anzeigen. Ah! Ich bin hier komplett überfordert. So, das wollte ich. Ich will auch nochmal keine Zeiten fahren, bitte. Ich habe das nicht im Überblick, das ist... Fahren.
Es ist ein bisschen chaotisch, ich gebe es zu. Aber sobald das Rennen gestartet hat, denke ich, kommen wir hier auf einen, in den Rhythmus rein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich sehe, viele stehen auch einfach nur am Rand, also alles gut. Oder in der Box. Perfekt. Weiß noch nicht, was solche Kandidaten. Aber ne, er fährt auch nicht mehr. Sehr gut, die Message scheint angekommen zu sein. Ich bin jetzt schon nass geschwitzt. Ich gucke jetzt gerade noch mal in den WhatsApp rein. Oder sehe ich jetzt keine. Da sehe ich jetzt keine offenen Fragen. Start, Fragezeichen. Ja, wir machen jetzt den Start. Leute, haltet euch fest. Ich starte. Für alle, die mich hören. So. Ich mache den WhatsApp jetzt aus. Ich muss später noch was machen. Da komme ich. Das ist aber erst am Ende des Rennens. Ich muss die Startaufstellung foto, also dann das Endergebnis fotografieren, um dann die Startreihenfolge fürs Sprintrennen zu. Aber da kommen wir am Ende des Rennens hin. So, was haben wir denn jetzt hier? Wieso ist denn das jetzt hier wieder alles aus? So. Mit Fehlstartprüfen. Ich habe dran gedacht, das mit Fehlstartprüfen zu machen. So, die Ampeln gehen aus, alle starten. Fate of All Fools kommt ganz gut weg. Die ersten zwei Haas kommen ganz gut weg. So, dann haben wir den Hahn, der auf der dritten Position noch ist. Der Svensson ist innen, kann da vielleicht die vierte Position behaupten. Uiuiui, da wird gedrückt. Und da wird gedreht und da steht einer quer. Das ist der. Der hat sich ja gedreht. Eddie Sven hat sich gedreht. Natürlich nicht so optimal, Baller. Aber ich schalte mal nach vorne. Ey, Fate of All Fools hat die Führung behalten vor Harry Hirntod. Dann kommt der Hahn, der Hennes, Svensson, Marcelino, Black Eye auf der 7. Dahinter ist direkt der Cody. Im gelben Mercedes. Drachenwolf auf der 9, Alex auf der 10, Falzkauf ist auf der 11. Mini und Eddie hinten dran. So, und die zwei Haas-Piloten, ich nenne sie jetzt einfach mal Haas-Piloten, weil sie sind halt offensichtlich Haas-Piloten, geben hier das Tempo vor und ziehen einmal vom Feld weg. Ich versuche mal gerade. Kann ich nicht das. Ah! Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht unten rechts das Futterradar einstellen. Das kann ich nicht. Schade. Harry Hirntod auf jeden Fall schon mal 2 Sekunden vor Hahn. Der hat auch schon 1,5 Sekunden vorm Hennis. Aber da ist der Marcelino direkt hinten dran. Also da haben wir schon die ersten Lücken. Und mein Handy fällt gerade aus. Das ist nicht so gut. So. Gab es nicht irgendwo mal eine Rechtszeit, die mal ablief? Egal, es müsste eine Stunde sein. Eine Stunde des Rennens müsste es sein, wenn es richtig eingestellt ist. So, wir kommen jetzt erstmal wieder auf Startziel. Wir haben den Hennis, der wurde überholt vom Marcelino, hängt aber immer noch direkt hinter ihm. Könnte jetzt vielleicht den Gegenangriff starten. Dahinter wartet aber auch der Svensson. Da können wir ja vielleicht mal reingucken in das Duell. Im Hintergrund haben wir den. Ui, der Cody, der hat sich da verbremst. Black Eye hinterm Svensson jetzt. Boah, und Svensson in einer guten Position, jetzt hier den Hennis anzugreifen. Alles so ein bisschen ruckelig. Wenn ich jetzt so sehe. Ich hoffe, die Fahrer beeinträchtigt das jetzt hier nicht. Wir fahren mit dem Svensson sehr nah am Hennis dran. Sticht aber nicht einfach rein, sondern er wartet ab. Das ist gut. Hinten wartet der Black Eye. Quasi zwei Porsche, die hier hintereinander fahren. Ah.
So wollte ich nicht. So, und dahinter haben wir das Feld so ein bisschen auseinandergezogen. Ui, da hat sich einer vertan, das ist der Fallskraft, der ist im Kies. Und da kommt jetzt der Mini. Kommt er da noch vielleicht noch vorbei? Ja, nicht vom Schuhmacher ist. Aber vielleicht jetzt im Ausgang. Außen. Ich weiß nicht, ob außen die richtige. Sehe nicht. Da ist er. Einen überholt. Im Citroen. Ich bin den Citroen ja auch mal testweise gefahren. Ich kam damit sehr schwierig klar. Also auf der Geraden ist der Citroen richtig stark, muss ich sagen. In den Kurven so lala. Aber wenn man ihn fahren kann, dann. Uiuiuiui. Da kam aber noch mal gut dran, ey. Ah, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Und jetzt kam der Eddie Sven da auch noch vorbei. So, wir sehen da oben schon die ersten dunklen Wolken. Svensson mit einem Verbremser. Dadurch geht der Black Eye vorbei. Und fast noch der Cody. Boah, der Cody, der drückt den Svensson hier um die Kurven rum. Gucken wir mal von außen. Ah, und jetzt haben wir genau gesehen, dass der Svensson da die Strecke verlassen hat. Eine Sekunde Strafe. Und das wird jetzt ganz interessant, wenn er gleich an den Punkt kommt, wo er die absitzen muss. Dann wird der Cody an ihm vorbeikommen. Dahinter der Drachen. Oh, und dahinter haben wir noch einen Zweikampf. Der Mini und der Eddie Sven. Eddie Sven ja am Anfang mit dem Dreher, der ist jetzt schon wieder auf der 10. Er war in der ersten Kurve, war er letzter. Konnte sich da jetzt schon richtig gut ranarbeiten. So, was ich aber unbedingt noch mitnehmen wollte, war die Tatsache, dass Svensson eine Strafe hat. Und das sehen wir jetzt ganz gut. Oh, Black Eye mit dem Fehler. So, und jetzt kommt der, da wo die gelbe Markierung war, da war der Punkt, wo er die Strafe absitzen musste. Und dadurch kommt der Cody vorbeigeschossen. Also das passiert ganz automatisch, dass man hier die Strafen absitzt. Und für den Black Eye war das gerade richtig bitter. Wäre nämlich die Position an Cody und an... Ne, am Svensson war er sowieso hinten dran. So, ui! Ja, genau, auf das Duell wollte ich mich auch wieder zurück. Mini und Eddie Sven. Und es zieht sich jetzt schon richtig zu. Also, es dauert echt nicht mehr lang, dann fängt das hier an zu regnen. Das kann echt nicht mehr lang dauern. Mini auch mit den harten Reifen. Da können wir auch mal gerade drauf gucken. Hoppala. Fate of All Fools hat die weichen Reifen. Genauso wie sein Teamkollege Harry Hirntod. Was machen die Top 5? Die Top 5, kann ich dir genau sagen, was die machen. Die fahren, also die zwei Haas-Piloten hier vorne fahren ein ziemlich gutes, strammes Tempo. Jeweils auf den weichen Reifen. Genauso wie der Hahn und der Marcelino. Also die ersten, nee, der Hennis ist der erste mit den harten Reifen. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert, bis es anfängt wirklich zu regnen. Also, Hennis kann auf jeden Fall draußen bleiben, bis es regnet. Die anderen müssen hoffen, dass es bald anfängt zu regnen. Aber wir haben auch erst Runde 4. Also die haben auch noch was Zeit. Nur wir sehen die Reifen, die haben schon einen guten roten Balken. Hahn hat deutlich weniger Reifenabrieb. Die zwei hier vorne haben... Ja, auch einen relativ guten. So, aber Hennis, wie gesagt, der erste mit den harten Reifen. Svensson mit den harten Reifen. Cody mit den harten Reifen, Black Eye mit den harten, also die haben alle die harten Reifen, nur die ersten vier, nee, Falskraft hat auch noch die weichen Reifen und Alex hat die Mediums. Also die ersten vier sind auf den weichen Reifen und denen würde es echt gut tun, wenn es bald anfing zu regnen. Damit die keinen Extra-Stop machen müssen.
zwei hier vorne mache ich mir relativ wenig Sorgen. Man sieht, die fahren in einem Team. Mit großer Wahrscheinlichkeit hängen die auch zusammen in einer Party. Oh, da war ein kleiner Quersteher vom Fate of All Fools da. Also die werden sich, glaube ich, nicht von der Strecke schießen. Also hoffe ich jetzt mal für sie. Uiuiui. Oh, das wird gerade richtig rutschig hier. Zumindest haben gerade beide Ferrari-Fahrer hier Probleme. Geht das dem Rest denn hier genauso? Ah, ich habe wieder eins zu weit geschaltet. Der Rest scheint noch ganz gut dabei zu sein. Cody am Black Eye vorbei. Oh, und hier hinter wird es auch noch spannend. Da haben wir den Eddie Sven, den Mini und den Pfalzgraf. Stimmt gar nicht. Wir haben den Drachenwolf, den Eddie und den Mini. So haben wir doch. Der Pfalzgraf, der ist weiter hinten. Alle drei auf den harten Reifen, glaube ich. Ja, alle drei auf den harten Reifen. Oh, Drachenwolf, ein kleiner Schlenzer da in den Schumacher S. Aber der Eddie konnte das noch nicht nutzen für sich. Oh, und jetzt regnet es. Es regnet. Oh, das fängt aber jetzt auf einmal an. So, und jetzt wird es ganz interessant, Leute. Wir müssen jetzt mal nach vorne springen. Wer fährt in die Box? Svensson fährt an der Box. Das ist ein Fehler. Das wird ein Fehler sein, den auch Cody macht, den auch Black Eye macht. Dass sie jetzt nicht in die Box fahren. Also da musst du jetzt eigentlich reagieren und sagen in die Box. Jeder bleibt draußen. Ich meine, ich kann mich auch irren. Aber ich will in die Box zu fahren. Auch gucken wir mal. Noch scheinen die ja recht gut noch zu fahren. Ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Fehler, draußen zu bleiben. Auch vom Regen her hat es so schon wieder aufgehört. Also es kommt kein aktiver Regen, ja. Jetzt wieder ein bisschen. Nee. Also tatsächlich scheint es gerade nicht noch nasser zu werden. Haben die Fahrer nochmal Glück gehabt. So, wir haben immer noch den Kampf hier zwischen... Ja, Position 5, 6, 7, 8 ist fast auch noch dabei. Mit Hennes, Svensson und Cody. Aber keiner fährt von denen in die Box. Was machen denn die ersten Kandidaten? Fahren alle weiter. Die haben, ja, die müssen so lange mit ihrem Reifen gucken. Die ersten vier haben ja den weichen Reifen drauf. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Dann werden die in die Box müssen. Wir sehen, Hennis ist der Erste, der mit den harten Reifen fährt. Oh, und hat auch ein... Uiuiui. Hier ist ein Fehler drin. Und da kommt der Cody direkt. Oh, da hinten hat sich einer gedreht. Das war der Black Eye. Der sich da gedreht hat und Cody innen am Hennis vorbei. Kontert da der Hennis? Der Hennis sticht da mal. Oh, der Hennis fährt eine ganz komische Linie. Der hat jetzt nicht zum Erfolg geführt, denn der Black Eye hatte sich da gedreht. In Kurve 1. Also es wird schon rutschig.
sehe noch links der Strich, der ist jetzt fast genau auf dem ersten Balken. Also der Balken ist am ersten Strich so rum. Aber es lässt sich ja anscheinend noch fahren. Also wir gucken mal, was machen die ersten? Harry Hirntod. 2,5 Sekunden vorm Fade of Fools. Er konnte sich ein bisschen absetzen tatsächlich. Die waren mal näher beieinander. Der fährt erstmal weiter. Der erste Ferrari-Fahrer hier. Und der zweite folgt. Bleibt auch noch draußen. Und Han fährt in die Box. Han fährt in die Box und das könnte jetzt ganz interessant werden. Schaut doch mal aufs Regenrad. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich würde super gerne umschalten. Nur, ich kann hier drücken, was ich will. Wie gesagt, ich bin mit dem ganzen Zuschauermenü absolut nicht vertraut. Kann ich das hier einstellen? Nee. So, auf was wechselt der denn jetzt? Das interessiert mich jetzt. Tankt auf jeden Fall nach. Gucken mal, der Mini kommt jetzt auf die Start-Ziellinie. Der steht halt immer noch. Der hat voll. Ne, ja doch, er hat voll getankt und ist auf den Inters. Han auf den Intermediates. Der erste und einzige. Nee, stimmt nicht. Eddie Sven ist auf den Inters. Der ist auch schon auf den Intermediates. Der war auch schon die Post, das habe ich nicht mitbekommen. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Die Strecke scheint sehr trocken zu sein. Also so vom Sichtbild her scheint die Strecke sehr trocken zu sein. Und die Trockenreifenfahrer haben jetzt auch nicht so ein sichtliches Problem, weil der nimmt die Curbs noch voll mit. Also so nass ist es noch. Es ist noch nicht zu nass für Trockenreifen. So, wir gucken mal, was die erst. Also die fahren weiterhin ihre Runden draußen. Harry Hirntod, Fate of Fools, Marcelino fährt in die Box. Gut, guckt euch auch seine Reifen an, ne? Die sind jetzt schon halb runter. Er muss jetzt irgendwie handeln, er muss jetzt was tun. Ist ganz klar, er muss in die Box. Jetzt ist die Frage, was macht er? Trockenreifen, Intermediates, schwierige Entscheidung. Das ist jetzt echt eine schwierige Entscheidung. Svensson jetzt erstmal auf der 3. Ist jetzt der erste Hartreifenfahrer im Feld. Vom Cody. Hennes kommt mit Hartreifen in die Box. Marcelino ist auf Weichen. Nee, stimmt nicht. Er steht nur in der Box. Er tankt voll. Hennes kommt mit den harten Reifen in die Box. Dann geht der jetzt auf jeden Fall auf die Inters. Sonst würde es keinen Sinn machen. Oh, er geht sogar auf Wetz. Marcelino geht auf Wettreifen. Das ist jetzt. Fängt das denn jetzt so an zu regnen? Oh, da hinten hat es eingedreht. Das war der Mini. Der Regen wird auf jeden Fall gerade stärker. Der Regen wird gerade stärker. Oh, man sieht das. Harry Hirntod hat auch mit dem Auto zu kämpfen. Also, den würde ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, mal die Box aufzusuchen. Svensson mit dem Abgang. Der hat harte Reifen drauf. Und da jetzt der. Oh, der Cody macht direkt dahinter einen Abgang. Der ist direkt dahinter abgeflogen. Ja, und jetzt fängt das richtig an zu regnen.
Black Eye rutscht weg. Oh, der fängt es aber noch. Der hat das Auto gefangen. Hahn hat ihn überholt. Er ist halt schon auf den Inters. Der macht gerade richtig Zeit gut halt. Cody mit dem nächsten Ausritt. Svensson kommt kaum noch von der Stelle. Boah, die Ferraris haben kaum die Box getroffen. So nass ist es da schon. Uiuiui, ui, Svensson! Nein, da wollte ich nicht wegschalten. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Boah, da hinten der. Svensson mit einem Einschlag. Das war die eine Runde, die er zu lange gewartet hat. Die viele zu lange gewartet haben. Minimum-Problem. Ja, der ist auf harten Reifen. Da überholt ihn der Eddie Sven mit dem Inters. Guckt euch das an. Aber selbst mit den... Ja, ich finde die Knöpfe nicht. So, mal gucken, wie der... Boah, uiuiui. Svensson tuckelt da in die Box. Ist dem Händel schon zu langsam. Cody ist schon in der Box. Also die fahren jetzt auf jeden Fall alle in die Box. Black Eye... Er muss auch in die Box. Wir haben eigentlich schon eine Runde zu viel gewartet. Eddie Sven, der kann jetzt durchfahren. Und das wird jetzt interessant. Was macht Marcelino auf den Wetzel? Der ist eine komplett andere Strategie gegangen, tatsächlich. Aber, wenn ich mir das jetzt so angucke, wettermäßig. Die vor ihm sind... Nee, guck mal hier. Fate of all fools auf Wetz. Harry Hirntod auch direkt auf Wetz. Hahn auf Intermediate. Und Marcelino auf Wetz. Cody auf Wetz. Svensson ist nur auf die Inters gegangen. Hennis ist auf die Wetz gegangen. Ich glaube, da hat der Svensson einen Fehler gemacht. Weil das sieht jetzt mittlerweile, wir können noch mal gucken, das sieht jetzt schon sehr nass aus. Ich weiß nicht, ob der Intermediate... Können wir mal gucken. Im Vergleich jetzt zum Hennis. Wie er jetzt hier rumkommt. Guck mal weiter, der Black Eye ist auf den Wets. Eddie Sven auch auf den Wets. Mini kommt jetzt mit den harten Reifen in die Box. Es waren halt immer noch nicht alle in der Box. Falzgraf mit den Medium-Reifen. Alex mit den Medium-Reifen. Die quälen sich immer noch hier über die Strecke. Die waren viel zu lang draußen. Die sind wahrscheinlich über die Stadt-Ziellinie gefahren. Und dann hat es richtig angefangen zu schütten. Fate of All Fools überrundet jetzt den Alex, der gar nicht mehr klarkommt mit der Karre. Harry Hirntod hat auch irgendwo einen Fehler gehabt und da überholt ihn der Hahn sogar. Und der Hahn ist nur auf den Inters. Der Hahn überholt den Harry Hirntod mit Inters. Das ist ja mal interessant. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken hier. Problem ist... Warte mal. Ich stehe mal ganz kurz auf. So. Also ich finde es jetzt ganz interessant zu sehen. Er überholt gerade. Uiuiui! Ja, das war der falsche Knopf. Da gab es auf jeden Fall gerade einen Kontakt. Aber Harry Hirntod ist erstmal vorbei am Hahn und er verliert auch die Position am Marcelino. Hol doch nur einen Schluck trinken, Mann. So. Also ich hätte ja gesagt, mit den Inters kommt man schlechter jetzt voran als mit den Wets. Was machen denn vorne die zwei? Fate of All Fools fährt erstmal vorne weg. Der hat 15 Sekunden zu Harry Hirntod. Also da muss auf jeden Fall ein Schnitzer dabei gewesen sein vom Harry Hirntod. Die waren nämlich beide die ganze Zeit zusammen unterwegs. Ja, der Harry Hirntod hat jetzt richtig zu kämpfen. Er hat den Marcelino hinter sich. Gut, den Hahn, den können sie jetzt ein bisschen abschütteln zusammen. Aber auch der Marcelino scheint auf jeden Fall zumindest die Pace mitgehen zu können.
immer noch rutschig. Guck mal, was das Rest des Feldes hier macht. Wettreifen, die sind jetzt alle auf. Ne, Svensson ist immer noch auf dem Inters. Black Eye war da ganz kurz, fast neben der Strecke. War jetzt noch gut gefangen. Eddie Sven dahinter, Svensson, wie gesagt, auf den Inters. Aber er scheint damit klarzukommen. Es scheint jetzt nicht so, als würde er jetzt nicht damit klarkommen können. Mini auf den Wets, Drachenwurf auf den Wets. Also wir haben jetzt hier hinten teilweise Zeiten. Alex ist eine Minute zwei von Pfalzgraf weg. Der ist 32 Sekunden vom Drachenwolf. Der ist 27 Sekunden vom Mini. Der ist 44 Sekunden vom Svensson. Also, mal sehen wir, was das Wetter gemacht hat. Das hat das hintere Feld zumindest mal ganz schön auseinandergerissen. Das ist schon echt heftig. Jetzt haben wir die ersten drei. Also 2 bis 4 haben wir noch zusammen. Oh, Cody. Erste Kurve. Und da ist der Hennis. Hennis auf den Wets, aber Cody auch mit den Wets. Es sind 60 Minuten. Und links läuft die Zeit, wir haben jetzt 25 Minuten, also fast die Hälfte, wir sind bei 30 Minuten, haben wir die Hälfte. Aber wir fahren das Hauptrennen eine Stunde. Immer gerne. So, wir sehen den Hennis, der jetzt richtig Druck auf den Cody macht, der einfach besser klarkommt mit den Bedingungen. Mal gucken, ob er da vorbeikommt. Ah. Hier im Schumacher ist, wird das wahrscheinlich schwer. Vielleicht auf die Gerade, wenn es gleich zur Schikane geht. Oh, da bremst. Uiuiui. Da fährt er dem Cody hinten rein. Ja, aber jetzt ist der Abstand doch zu groß dafür. Gucken wir mal weiter vorne. Ah, fuck. Da haben wir immer den Hirntod. Aber Fade of All Fools hat auch einen Fehler gehabt. Der ist nur noch 9 Sekunden vom Harry Hirntod. Das waren mal 15. Dann machst du die nur, hängt dem Harry Hirntod halt auch hinten dran. Und nicht weit ist der Hahn, der immer noch auf den Inters ist. Und da vorne haben wir Gelb, da vorne ist was passiert. Das ist aber ein Überrundeter, meine ich. Das muss ein Überrundeter sein. Können wir ganz kurz gucken. Ja, das ist Drachenwolf, der da jetzt überrundet wird. Wie gesagt, das hintere Feld hat sich halt komplett auseinandergezogen durch das Wetter. Guck mal, gerade ob der Hahn hier auch gut am Drachenwolf vorbeikommt. Alter, eigentlich blaue Flagge müsste ihn vorbeilassen. Ja, das funktioniert auch. Also, Fade of All Fools, 9 Sekunden nach vorne, im Moment der Erstplatzierte mit den Wettreifen. Macht das im Moment ganz souverän. Zumindest habe ich keine großen Fehler gesehen. Harry Hirntod hat da schon ein bisschen mehr Struggle. Der hat nämlich von hinten den Druck von Marcelino. Und der Hahn ist wie gesagt auch nicht weit weg.
Oh, und da hinten hat der Drachenwolf einen Fehler gemacht ins Kiesbett rein. Das haben wir noch im Hintergrund gesehen. Man sieht aber auch die Strecke, wie sie schon eine trockene Fahrbahn fast hat. Also noch ein paar Runden, dann kann man vielleicht sogar schon mit einem Trockenreifen fahren. Wenn man dann auf der Ideallinie bleibt natürlich. So, und jetzt gucken wir mal. Das sieht das jetzt ganz gut aus. Für den Marcelino. Also bei abtrockener Strecke, schätze ich, hat der Hahn auch wieder einen Vorteil gegenüber den Wettreifenfahrern. Oh. Hat er gut noch gemacht. Hahn und Svensson. Die haben beide die Inters drauf. Und die sehe ich bei der abtrockenen Strecke im Vorteil. Ja, so einfach macht es der Harry eben nicht. Das ist... Vor allem holen sie jetzt so langsam wieder auf den Fate of Fools auf. Haben wir schon 8,5 Sekunden. Oh, ist immer interessant, wie spät Marcelino noch bremsen kann. Jetzt hat er ihn vor den Schuhmacher, ist direkt vor sich. Ich bin mal gespannt, wann der Erste mit den Trockenreifen fährt tatsächlich. Wann der Erste sich traut. Links der Balken, der verrät. Ja, Erfahrung mit der Corvette. Kann man sagen, ja. Die Corvette fährt sich recht gut, muss ich sagen. Ist halt auf der Geraden sehr gut, aber fährt sich halt auch... Ja, ich beschreibe mal das jetzt. Die Corvette finde ich in den Kurven relativ... träge und schwer gegenüber jetzt, sage ich mal, dem Porsche. Oh, da haben wir den Harry Hirntod auf den und auch der Fate of Fools fährt in die Box, also die haben sich auch gesprochen. Also die Corvette ist einfach in der Top Speed halt einfach stark, so muss man einfach mal so sagen. Dafür finde ich jetzt persönlich den Porsche wesentlich wendiger und handlicher in den Kurven. Das ist dann immer so eine Gefühlssache, mit welchem Art Auto, welchem Stil kann man besser fahren. Da muss man vieles ausprobieren. Haben wir mal den Citroën probiert, der hier auch gefahren wird vom Pfalzgraf. Bin ich auf der Geraden mega mit abgegangen. Ich bin aber nicht einmal durchs Schumacher-S gekommen mit der Karre. Immer geradeaus durchgefahren. So, aber da wollte ich jetzt gar nicht... Ich wollte eigentlich viel mehr sehen, also Harry auf den Inters, Marcelino auf den Wets und dann mittlere Reifen für den Harry Hirntod und der mittlere Reifen für den Fate of Fools. Hennis dazwischen mit den Wets. Fate of Fools hat auf jeden Fall längeren Stop gehabt als der Harry Hirntod. Hat er wesentlich mehr Zeit vor, wir kommen jetzt alle in die Box. Alle in die Box. Also Svensson hat keinen Fehler gemacht mit seinen Reifen, anscheinend. Sowohl Inter- als auch Wettreifen waren hier. So, da wird er abgelassen, da wird nochmal nachgetankt. Da wird er rausgelassen. Der Eddie Sven ist schon draußen, da kommt der Svensson nämlich dahinter. Black Eye fährt jetzt raus. Auch nochmal einen Schluck nachgetankt. Haben noch knapp. Ja, noch knapp eine halbe Stunde. Hälfte vom Rennen. Mini fährt noch eine Runde weiter mit dem Wetz. Das könnte auch interessant werden. Weiß ich nicht, ob er da jetzt... Es ist halt jetzt interessant zu sehen, was... Wie kommen die jetzt klar? Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass wenn die jetzt ein bisschen von der Ideallinie abweichen, dass die direkt einen Abgang machen. Die dürfen halt die Ideallinie 0 verlassen. Aber hier auf dem trockenen Abschnitt sehe ich die im Vorteil.
Hahn ist jetzt auch in der Box. Marcelino ist noch weiter mit dem Wetz gefahren. Ist der Einzige, der den Z4 fährt. Ich kann hier... Uiuiui. Ich kann dich beruhigen. Der Relax Mamba... Ich weiß nicht, ob er den im Ligabetrieb fährt, aber er fuhr den auf jeden Fall auch mal im Test drin. Oder zumindest mal in einem Lobby-Test. Und fand den eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, du bist nicht der Einzige. Und was ich interessant fand, muss ich auch mal dazu sagen, im letzten Testrennen von der A-Liga bin ich den Renault gefahren. Und den sind dann auch relativ viele gefahren. Und viele haben gesagt, nee, die Karre ist schlecht oder mag ich nicht. Und ich bin mit der Karre super vorangekommen. Es könnte theoretisch tatsächlich auch nochmal anfangen zu regnen, natürlich. Das ist möglich. Deswegen mal ganz interessant, was die Leute hier für Strategien machen. Harry Hirnturm mit dem Fehler. Und da kommt der Nächste. Aber das ist nicht Fate of Fools, das ist eine Überrundung. Uiuiui. Da hat der Harry Hirnturm einen Fehler gehabt. Ah, ein zu weit. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Du fährst ein Stück von der Ideallinie. Ich bin gespannt, was der Marcelino macht. Du fährst ein Stück von der Ideallinie weg. Die Ideallinie ist komplett trocken. Da kannst du mit den Trockenreifen fahren. Nun kommst du von der Ideallinie weg, hast du ein Problem mit den Trockenreifen. So, aber auch Marcelino fährt jetzt in die Box. Harry Hirntod auf der 3. Fate of Fools war erster. Hat aber aus irgendeinem Grund die Plätze an Harry Hirntod und an Hand verloren. Der Fate of All Fools hat nochmal komplett vollgetankt. Sehe ich gerade. Harry Hirntod und Hahn nur knapp bis zur Hälfte. Also halt nicht komplett voll, sondern ein Stück voll noch beigetankt. Das würde ihn die Zeit gekostet haben. Marcelino fährt mit den harten Reifen raus. Er muss auf der Boxenausfahrt aufpassen. Weil die ist nicht auf der Ideallinie und die ist nass. Kommt auf der 4 wieder raus. Hennis mit dem Medium-Reifen auf der 5. Hat aber sowohl Vorsprung als auch Abstand nach hinten und nach vorne. Ey, die Sven auf der 6 mit dem Medium-Reifen. Sven so mit den Medium-Reifen. Die haben sich alle für die Medium-Reifen entschieden. Das ist ganz interessant. Ui. Aber den Black Eye. Das ist ganz interessant, weil du ja in der Kombination den weichen, den mittleren und den harten Reifen ja in beiden Rennen benutzen musst. Und die nutzen jetzt schon alle den Medium-Reifen. Wo ich gesagt hätte, mit dem Medium-Reifen kannst du ja easy im Sprintrennen ja gut durchfahren. Deswegen hätte ich im Hauptrennen den weichen und den harten Reifen genommen. Und dass jetzt viele den mittleren jetzt schon nehmen und sich dann wohl im Hauptrennen, also im Sprintrennen dann auf den harten vertrauen, finde ich interessant. So, wir haben den Harry Hirntod jetzt auf der 1. 7 Sekunden vor dem Fate of Fools, der meiner Meinung nach halt viel zu viel getankt hat. Mit einem vollen, also ein halbvoller Tank würde jetzt locker reichen, eigentlich. Marcelino auf der 3 hat den Hahn aber auch direkt hinter sich. Er ist auf den weichen Reifen und Marcelino auf den harten. Das heißt, der Hahn wird auf jeden Fall rankommen. Wenn das gut anstellt hier. Sehr fair vom Alex. Muss man jetzt einfach auch mal sagen.
letztes Jahr vorbeigelassen. Oh, und da sehen wir ein Problem. Marcelino kommt von der Ideallinie weg. Und jetzt greift er sich da in den Kies ein. Ja, und jetzt bist du mit den trockenen, jetzt bist du mit den Slickreifen auf der nassen Bahn. Ist das ein Problem? Ja, jetzt kommst du aber wieder aufs Trockene, jetzt ist wieder gut. Hast aber jetzt noch die Position am Hennes verloren. Das ist, ja. Das ist das Gefährliche. Du hast eine richtig gute trockene Bahn, aber du darfst da auch nicht von wegkommen. Hat der Marcelino nämlich jetzt zwei Positionen dran verloren. So, auch der Svensson ist wieder in Angriffsstellung. Hat den Eddie Sven da vor sich, seinen Markenkollegen. Wie verbeult teilweise schon die Autos vorne sind. Das ist ja ganz interessant. Wenn ich mir vom Eddie mal die Stoßstange vorne angucke. Oh, hier haben wir Gelb. Wir hatten Gelb. Oh, Black Eye. Kommt da aufs Nasse, konnte es aber noch halten. Oh, und dahinter hat sich der Mini, das habe ich schon im Ansatz gesehen da hinten. Der sich da gedreht hat. Also fast, er hat es noch gut gefangen, muss man sagen. Drachenwolf auf der 11 mit den weichen Reifen. Hier ist wieder gelbe Flagge. Wie gesagt, mit dem Citroen. Konnte ich mich nicht so ganz anfreunden mit. Oh, da haben wir den. Ne, der Mini ist es nicht. Wer ist denn das? Das war der Eddie Sven. Der hat die Position am Svensson verloren. Der Svensson hat den Eddie Sven überholt und der muss wohl auch einen Fehler gehabt haben, weil kurzzeitig war nämlich der Drachenwolf. Ja, der Drachenwolf war nämlich kurzzeitig an ihm auch vorbei. Und ich habe irgendeinen Bug oben in der... Das sah gerade sehr interessant aus. Muss mal gerade gucken, ob das im Streambild auch so zu sehen ist. Oder ob ich das jetzt nur im Fernseher hatte. Nee, das sieht auch im Stream so aus. Herrlich. Oh, Eddie hat sich... Ah, ist auch noch eingeschlagen. Mies. Konnte aber zumindest die Position von Cody behalten. Alter! Okay. Ah, jetzt kommt er auch wieder neben die Strecke. Mini hatte auch anscheinend ein Problem. Fate of All Fools? Hat 3,1 Sekunden auf Harry Hirntod nur noch. Das waren aber auch mal mehr. Kommt da der Fate of Fools? Kommt da wieder ran? Vielleicht holt er sich ja nochmal die Führung. Der Hennis hat dann einen Abstand von 21 Sekunden. Ich glaube, wenn die zwei da vorne keinen Fehler machen oder sich nicht gegenseitig abschießen, dann kommt der Hennis da nicht mehr dran. Oh, da kommt er auch ins Nasse. Es ist ganz gefährlich, da ins Nasse zu kommen. Man sieht richtig, wo die Ideallinie ist und wo sie nicht ist. Also wo da. Also rechts würdest du mit dem Trockenreifen nicht so gut fahren. Vielleicht kann der Svensson, der sieht den Hahn auch schon. Vielleicht kommt er da ja auch noch ran.
2,5 Sekunden. Also der Fate of All Fools kommt wirklich an dem Harry Hirntod. Und seinem Teamkollegen kommt da nochmal ran. Kann ja mal so ein bisschen Beifahrer sein. Finde die an sich eigentlich echt geil. Fate of All Fools auch mit der schnellsten Runde, mit einer 1,51,505, die wird aber schon in den ersten Runden gefahren haben, wie ich das sehe. Zumindest sehe ich die pinke Zeit nicht rechts in den ganzen Zeiten drin. Das sind 2,5 Sekunden. Also er sieht ihn auf jeden Fall. Schon mal 2,1. Also er hat jetzt in den letzten Kurven auch wieder eine halbe Sekunde gut gemacht. Und das dauert nicht mehr lang, bis der da ist. So, und der Rest, der hat sich jetzt so ein bisschen, das hat sich jetzt alles so ein bisschen auseinandergezogen. Der Eddie Sven hat noch, ja, knapp 3 Sekunden zum Svensson. Aber wenn wir uns jetzt mal hinten die Abstände angucken, die sind alle weit auseinander. Da haben wir wirklich... Ja, der Marcelino, der sieht den Hennes noch. Aber der Hahn sieht schon nicht mehr den Marcelino, also es ist... Das Wetter hat sehr viel durcheinander gebracht. Jetzt sind es wieder 2,2. Ich finde das ganz interessant, hier mal zu sehen, ob der... Fate of All Fools, der eigentlich das ganze Rennen... Zumindest vorm Wetterchaos, ja, hat er das ganze Rennen angeführt. Bis es doch zu den, bis es wieder auf die Trockenreifen ging, da hat er den Fehler gemacht. Er hat sehr viel getankt. Und so viel hätte er nicht tanken müssen. Selbst Harry Hirntod hat zu viel. Aber jetzt ist er gut dran. Aber jetzt ist er schon unter einer Sekunde. Da vorne sehen wir 2 Überrundungen. Ich hoffe, das wird jetzt hier kein ausschlaggebender Punkt. So, wie machen die 2 Teamkollegen das jetzt untereinander? Let's Racing oder fahren sie jetzt hintereinander her? Wow, 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 wow. Fate of All Fools hat ja mal komplett den Bremspunkt da. Also das... Also teamintern war das jetzt eine ziemlich knappe Sache. Ja, frech könnte man dazu auch sagen. Das war knapp. Also den eigenen Teamkollegen da so... anzufahren, zu divebomben. Ich will mir da noch nicht mal eine Absicht unterstellen, weil ich glaube, er hat einfach nur den Bremspunkt verpasst. Aber es ist natürlich sau gefährlich. Unter Teamkollegen mal abgesehen, aber halt sowieso. So in die Kurve reinzustechen ist halt auch einfach im Ligabetrieb ungern gesehen. In einer öffentlichen Online-Lobby macht man sowas mal, aber... Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt eher an der Fahrzeugkontrolle vom Wetter als wie von Absicht. Die möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen. Es sah halt nur sehr rabiat aus, muss ich sagen. Na, guck mal, der Hahn ist am Marcelino, der hat den, ja. Vielleicht haben wir noch einen Zweikampf, aber ich möchte gerne vorne bleiben. Erstmal. Weil da kommen nämlich jetzt auch 2 Überrundungen. Und ich hoffe einfach, dass sie nicht in das Geschehen hier eingreifen. Irgendwas entscheiden.
fällt auf eure Fullzeit auf jeden Fall mal unter eine Sekunde wieder. Jetzt überrunden sie den ersten, das ist der Drachenwolf mit dem Citroen. Und was der Hirntod da jetzt für Schlenzer macht, verstehe ich nicht ganz. So, jetzt gucken wir mal auf den... Ja, ist ganz da okay. Die Kurve okay bekommen. Aber ich gehe jetzt nicht mehr vom Regen aus. Oh, 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 oh. Das war der Eddie, glaube ich. Das ist der Eddie Sven mit dem... Oder? Wer ist das? Nee. Black Eye. Das war aber auch ein knappes Höschen. Ist gerade mit dem Harry Hirn tot. Also blaue Flaggen sind ja eigentlich blaue Flaggen, ne? Jetzt muss ich den Namen versuchen, richtig auszusprechen. Stringray? hallo, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Schön, dass du da bist im Stream. Wir gucken gerade die das zweite Testrennen von der B-Liga. Die auf Nürburgring. Oh, und da haben die beide aber ein Problem hier. Beide haben hier einen Quersteher drin gehabt, im Schumacher S. Stingray. Alles klar. Stingray. Bist du auch? Weil ich frage anders. Bist du neu in der Liga mit dabei? Boah, das ist aber auch. Oh, je, je. Also, Alex macht ja auch immer ganz gut Platz. Wie die Corvette. Okay, das ist mir jetzt tatsächlich nichts. Nee, ich fand das nur gerade vom Alex, dass er da in der Innenkurve da Platz machen wollte, fand ich jetzt gerade. Als Rookie wachsen. Ja gut, okay. Aber das ist ja eigentlich genau die Zielgruppe, die wir haben, ne? Die Rookie. Das ist ja quasi unsere Zielgruppe, genau. So, Fade of. Oh, wow, 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 wow. Nein, 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 das wollte ich nicht. Die beiden fahren hier gerade nebeneinander durch die Kurven. F1, eventuell GT7. Ja, vielleicht kriege ich dich ja für GT7 überzeugt. Wir sehen hier auf jeden Fall gerade ein richtig krasses, geiles Rennen unter Teamkollegen und für die ersten beiden Plätze. Ich muss dazu sagen, ich, Haas liefert ein gutes Rennen, ja. So oft war Haas noch nie im Mittelpunkt. Muss man einfach mal sagen. Gut platzierte Werbung. Ist alles. Ich finde den Günther Steiner Kopf finde ich halt am besten, warte mal. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt sieht. Weil die haben am Heck haben die den Günther Steiner Kopf. Aber warte, ich kann das noch anders zeigen. Na, verdammt. So. Finde ich super. Geht bei Platz 3 bis 5 noch was? Da hat sich der Drachenwolf. Das Problem sind die Zeiten. Ja, man kann, aber Marcelino hat eine Sekunde nur noch. Also hier geht auf jeden Fall noch was. Die restlichen Positionen sind leider von den. Vom Wetter her sind die ein bisschen durcheinander gemischt worden. Teilweise über eine Minute. Das ist ein bisschen schade. Also ich habe den Marcelino auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich guck mal gerade, weil hier ist es noch spannender. Harry Hirntod mit dem Gegenangriff jetzt. Gegen Fade of Fools, gegen sein Teammate. Oh, der fährt ihn mit rein. Also so ganz... Das erinnert mich so... Okay, Hamilton und Rosberg sitzen da, wäre ein bisschen mies, aber... Was war denn noch so ein Schlagabtausch unter Teamkollegen? Es gibt Diskussionen, ja, der Günther, der zieht ja da hinten schon eine grimmigere Grimasse, der Günther. Und ich glaube, so sitzt er auch gerade am Kommandostand.
Ja, die haben ihren Spaß. Ich weiß nicht, ob das Team intern so spaßig ist. Ich meine, man arbeitet doch als Team zusammen. Das ist ja. Viel lieben sich. Die lieben sich aber nur, solange die Kameras an sind. So. Jetzt ist der Abstand wieder auf 1,1 Sekunden. Wir gucken mal. Marcelino hat auch ein bisschen Zeit verloren an den Haaren. Knapp 2 Sekunden jetzt. Ich schalte nochmal durch. Ah, guck mal, der Eddie Sven ist auch nah am Svensson dran. Und 3 Sekunden dahinter ist der Cody. Also so, ja gut, dahinter verläuft es sich dann. Aber, oh, da fährt sogar noch mal einer an die Box. Der Rachenwolf fährt sogar noch mal in die Box. Okay, der hat auch ziemlich abgefahrene Reifen. Na, schau mal an. Eddie Sven und Svensson. Eddie Sven Svensson, das könnten auch so Namensbrüder sein. Ist auf jeden Fall ein Markenduell. Boah, der Eddie Sven aber ziemlich spät gebremst, kriegt aber die Kurve noch. Guck mal, ich muss einfach mal ganz kurz nach vorne schalten. Ich will natürlich absolut nichts verpassen, ich tue es zwar trotzdem, aber ich versuche. Aber die scheinen sich gerade noch. Gerade scheinen sie sich lieb zu haben. Wir haben auch nur noch 5 Minuten. Das müssen wir dabei sagen. 5 Minuten haben wir noch in dem Rennen. Oh, und der Svensson. Oh, habt ihr das gesehen? Wie er den noch gesaved hat. Ja, der Marcelino hat am Hahn jetzt ein bisschen Zeit verloren. Und der Fate of All Fools auch am Harry Hirntod. So, und was ich eigentlich am Anfang des Rennens kurz erwähnen wollte, ist, dass ich in 5 Minuten, also jetzt in nur noch 4 Minuten, wenn alle über die Ziellinie waren, ich musste das Ergebnis dann abfotografieren. Um es dann für die richtige Reihenfolge, für die Startreihenfolge wieder zu nutzen. Das muss ich den Jungs dann in den WhatsApp schreiben, wie die Startaufstellung ist. Weil wir machen im Sprintrennen im fliegenden Start, aber halt stehend. Also wir starten in der Startaufstellung, machen eine Einführungsrunde manuell, in dem sich dann alle einordnen. Ja, und dann gibt es quasi wie in einem Safety Car Restart, gibt es dann vom Führenden das Tempo. Da gibt es Tempo vor. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir beenden erstmal das Hauptrennen und dann wird auf jeden Fall interessant und spannend. Ich finde das ganz gut. So, der Eddie Sven lässt noch nicht los vom Svensson. Er hat noch knapp, ja, 3 Minuten hat er noch. Also knapp 2 Runden, ja. Die Runde werden sie noch beenden, die zweite könnten sie noch anfangen. Marcelino hat jetzt schon 3,6 Sekunden. Oh, und hier wird es wieder ein bisschen enger. Tatsächlich. 0,8. Die zwei Ferraris hier. Ich hoffe nur, dass sie sich jetzt hier nicht komplett von der Strecke schießen. Marcelino FTW. Was heißt FTW? Kannst du mir kurz sagen, was FTW heißt?
Achso, for the win. Also, ja, es sieht aber tatsächlich im Moment nicht so ganz für den Sieg aus. P5, aber eine gute Leistung auf jeden Fall, muss man sagen. Hat kein schlechtes dran gemacht. Aber wir haben ja noch einen Sprint drin. So, das wird die letzte Runde. Das ist die letzte Runde, Leute. Ich muss mal ganz kurz meinen. Aber okay, da haben wir gleich noch Zeit. Wird hier jetzt noch was passieren oder nicht? Hennes ist relativ safe um dritten Platz. Hahn, Marcelino, da sehe ich jetzt Eddie, ja, 2 Sekunden hinterm Svensson. Das wird schwer. Vor allem kann es passieren, dass er gleich schon abgewunken wird. Gucken wir ganz nach vorne. 1,7 Sekunden. Da ist die Luft jetzt auch ein bisschen raus. Weil die Fahrer werden natürlich, Svensson können schon abgewunken werden gleich. Er hat noch 10 Sekunden bis zur Linie. Aber er hat ja kaum noch Sprit, muss man jetzt auch mal sagen. Also ihm wäre schon gut für ihn, wenn er abgewunken wird. Und er wird abgewunken. Svensson, der erste über die Ziellinie. Eddie, siebter Platz. Dann kommt der Cody mit einer halben Sekunde Strafe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hochgerechnet wird. Aufs Endergebnis. So, ganz vorne haben wir 1,5 Sekunden. Dann beglückwünsche ich gleich den Harry Hirntod. Muss jetzt gerade nur mal ganz kurz. Habe ich Angst, dass ich gleich die Startaufstellung nicht mehr sehe. Ich will das, was ich gerade sehe, abfotografieren. So, aber Harry Hirntod, Sieger des Rennens. Vor Fate of Fools. Hennis auf der 3. Sehen wir es nochmal. Starteinlauf. Oder Zieleinlauf, besser gesagt. Ich hoffe, ich sehe gleich die Position. Ich mache mir jetzt gerade so viele Fotos, wie ich hinkriege. Für die Startaufstellung gleich. Ja, und Mini ist der Letzte, der abgewunken wird. Beendet somit das Hauptrennen. Günther Stolz, ja. Am Ende des Tages kann er stolz sein. Ja, damit haben wir das Endergebnis. So, ich habe es jetzt mehrfach abfotografiert. Das heißt, wir machen jetzt eh eine neue Lobby auf. Gibt jetzt so ungefähr 15 Minuten Pause. Ja, länger. Sagen wir mal 15 Minuten Pause. Bis wir alles eingestellt haben. Bis ich die Startaufstellung durch habe. Ich muss jetzt nur leider wieder ein bisschen mehr mit WhatsApp und so arbeiten. Deswegen kann ich leider nicht so ganz. Wer nicht gut ist, bekommt Ärger vom Günther. Ja, oder macht Türen kaputt, ne? So, achso, warte mal, ich muss hier rausgehen, ne? So. Ich schicke gleich die Startaufstellung. Plus mache neue Lobby auf.
So, das kopieren wir mal ganz kurz. Und ich schicke es nochmal in die Gruppe rein. Tu das mal speichern. Für irgendwelche Zwecke, weiß nicht. Aber ich theoretisch kann ich die Lobby ja schließen, ne? Eigentlich kann ich sie erst zumachen. Ich meine, ich muss sie ja eh schließen. Ich muss ja eine neue aufmachen. Ich meine, jetzt ein 25 Minuten Rennen. Und ihr seid jetzt live dabei, wie ich versage, eine Lobby zu erstellen. Also, das passt ja schon mal. Test Rennen, dödödöp. Das wäre jetzt lustig, ne? Nee. Ich glaub, da mache ich mir keine Freunde mit. So, das sind 25 Minuten mit einem benutzerdefinierten Wetter. Nee, das nicht. Hallo? Ah, ich kann nichts drücken. Hallo? Ah, jetzt. Machen sonnig den ersten Slot. Ja, mit Fehlschaltprüfung ist eigentlich jetzt hinfällig, weil wir machen ja, komm, scheiß drauf. Machen ja eh einen fliegenden Start. So, Boost ist aus, das ist leicht, das ist auf 2, das ist auf 3. Das ist realistisch, das ist 140. Ja, wir fahren mit der Gruppe 3. Ach Quatsch, kein Reifen. Alle verwenden können erforderlich. Abkürzen schwach, Fahrzeug, Kollisionsstrafe ist aus, das ist aus, das ist an. So, und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ich tue das jetzt nochmal gegenkontrollieren. Also, das passt, das passt, das passt. Nachmittag dreimal, sonniger Slot zu Beginn. Okay, das müsste jetzt passen. Ich hoffe, das passt. So, jetzt muss ich gucken, wie ich da dann klügst mit der Startaufstellung mache. Pass auf. So, ich schreibe schon mal die Lobbys auf. Haben die Leute jetzt genug Zeit reinzukommen? Weil ich habe noch was zu tun jetzt hier. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen doof. Ich muss hier streamen. Also was heißt, ich muss? Ich darf streamen. Also ich darf es ja. Ich freue mich natürlich zu streamen. Nur ist halt ein bisschen stressig, das jetzt hier noch nebenbei noch zu machen. Ich muss jetzt leider mal ganz kurz den Twitch-Stream schließen. Ich aber gleich wieder aus. So, Alex war auf der. Ich kann das ja mal laut im Chat immer sagen, dann wissen die Leute ja schon mal so ein bisschen Bescheid. Der Alex startet auf jeden Fall schon mal von vorne. Dann kommt der Pfalzgraf. Auf. Nein. Ah, die blöde Autokorrektur.
So. Ich lege jetzt keinen Wert auf bestimmte Kürzel oder so. Ich schreibe das so, dass sie wissen, wer gemeint ist. Drachenwolf. Dann kommt Mini. Black Eye. Black Eye startet auf der. So, dann haben wir den Hennes. Nee, stimmt gar nicht. Nee, das war jetzt schon falsch. Der Hennes startet nicht hinterm Black Eye. Black Eye, dann kommt der Cody. Dann kommt der Eddie Sven. Nicht Esteban, Eddie Sven. Blödes Autokorrektur. Dann kommt Svensson. Dann kommt Marcelino. Als ob der jetzt den vierten Platz nicht. Wer war denn jetzt Vierter? Wer war Vierter? Scheiße, jetzt sehe ich noch nicht mal den Twitch-Chat. Als ob ich jetzt jede Position fotografiert habe, außer den vierten. Suchen wir den jetzt hier raus. Hahn war's, Hahn. Hahn. Hahn war. Nee, Hahn? Nee. Hahn war Dritter. Nee, Hennes war Dritter. Hahn war Vierter? Der bleibt ja nur noch übrig. Hahn bleibt nur noch übrig. Dann Hennes. Dann Fate of All. Fools und Harry Hirntod. Boah, das war jetzt eine Geburt, ey. Leute. Alex, Pfalzgraf, Drachenwolf, Mini, Black Eye, Cody, Eddie Sven, Svensson, Marcelino. Hahn, Hennes, Fate of Fools, Harry und Tod. So. So müsste es sein. Und ich kopiere das jetzt. Schick das hier. So, Startaufstellung habe ich. Ich gehe jetzt sofort wieder in den Twitch-Chat, dann kommen wir wieder weiter. Stehen bleiben. Ja, theoretisch könnt ihr auch fahren. Weil die Zeiten, die ihr fahrt, ist ja eigentlich egal. Ich gebe euch jetzt noch eine Startzeit. Wo ist denn der Chat? Hier ist der Chat. Ah, wie viel haben wir denn? Wir haben 39. Wir machen um 21 Uhr 45. Ja, komm, wir machen um 45, machen wir. Haben wir noch 5 Minuten? Nein! Start. Ich hoffe, dass das funktioniert mit der Einführungsrunde. Und ich sehe, wartet. Ich sehe ab jetzt wieder den Twitch-Chat. Also jetzt könnt ihr mich flamen und alles und sagen, was ich gerade falsch gemacht habe.
Jetzt kriege ich es mit. So, vor allem brauche ich jetzt die letzten 4 Minuten, um mich auch mal. 12 Fahrer heute am Start. Ne, 16. Das waren noch nicht 12 Fahrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13? Wieso sind denn nur 13 Fahrer am Start? Gute Frage. Ich dachte eigentlich, die Teilnehmerliste wäre echt voll. 12 Spieler beigetreten. Wir waren eigentlich mit den Anmeldungen voll. Aber gut, vielleicht hat der eine kurzfristig was anderes vorgehabt. Man weiß es nie. Wäre nicht das erste Mal. Auswählen. Versuche das jetzt mal hier bildlich. Ich muss manchen Leuten noch ein Foto schicken, damit die wissen, wie die ihre Reifen ändern. Verleg den Start um 10 Minuten und ich fahre noch mit. Bin erst von der Arbeit rein. Sane One. Ja, das Problem ist, die Leute warten jetzt schon fast 10 Minuten. Den jetzt nochmal 10 Minuten nach hinten zu verschieben, würde ich ehrlich gesagt ungerne machen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Ah, der Robin hat's gerallt, sehr gut. Alles klar. Gut. Fährt denn jetzt hier irgendeiner raus? Ach, guck mal, der Drachenboss geht. Der Rest steht alles in der Box. So, wir haben jetzt noch knapp 1 Minute. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das jetzt hier funktioniert mit der Einführungsrunde. Ich hoffe, dass das gut geht. Oh Gott, das kann was werden. In der A hat es gut funktioniert. Aber ich habe die Startaufstellung reingeschickt. Es müsste eigentlich jeder wissen, wo er startet. Eigentlich. Na, guck mal. Da fahren doch jetzt mehrere schon raus. Aber ihr hört heute jetzt von der letzten Position. Sollen wir starten? Ich starte das Rennen. Wir haben 45.
Es müssen alle auf die Strecke. Alle bitte auf die Strecke. Auf. Mann, ich hasse das so zu schreiben. Die Strecke. Wieso habe ich Start ge... Wann habe ich Start geschrieben? Ach, guck mal, Sane One ist beigetreten. Sane One, wenn du mich hörst, bitte schreib als Letzter. Starte als Letzter, ja? Häng dich hinten dran. Wenn du mich jetzt liest. Hörst. Gott. Ich schreib's dir auch nochmal. Wie kann ich hier jemanden markieren? Ich hasse dieses Spiel. Ja, okay, du hast mich gehört. Sehr gut. Nein, ich wollte nicht da. Gott. So, ich versuch's nochmal zu starten. Okay. Jetzt hat's geklappt. Weil wenn du jetzt vorne weg gestartet oder mittendrin gestartet wärst, das wäre halt jetzt das Chaos gewesen. Deswegen. So, ich lege jetzt das Handy weg. Wir schauen jetzt dem Drama zu. Nein, ich vertraue den Leuten. Die schaffen das. Wir machen die Rennoption ein. Fahrernamen machen wir aus, so. Gut, ich habe jetzt mit Fehlschaltprüfung, das hätte man jetzt auch nicht anmachen müssen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Ich versuche das mal auf dem Handy so ein bisschen mitzuverfolgen, ob wir hier richtig liegen. Alex müsste der Erste sein. Der fährt auch schon mal vorne weg, das funktioniert schon mal. Dann müsste der Pfalzgraf... Ja, das geht jetzt hier ein bisschen drunter und drüber. Aber wir sollten das innerhalb der halben Runde schon mal schaffen. Pfalzgraf auf 2, Drachenwolf auf 3, Mini auf der 4, Black Eye auf der 5. Dann kommt der Cody, genau. Der Eddie Sven, der Svensson, der Marcelino, der Hahn, der Hennes. Guck mal. Und der Same One zum Schluss. Na, guck mal. Haben wir das hinbekommen. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Dann kann ich ja WhatsApp schließen. So, ich hoffe, der Alex weiß, ab wann er das Tempo selber bestimmen darf. Das wird jetzt eine lustige erste Runde, aber ich Prophets, wie schreibt, egal. Bin auf jeden Fall stolz, dass ihr es geschafft habt. Und Sane One ist jetzt auch neu mit dazugekommen. Startet von hinten. Bin ich froh, dass das wenigstens funktioniert hat hier. Der Startaufstellung. Oh, Pfalzgraf. Das ist doch mal ein Bild, Leute. Aufwärmrunde. So, und jetzt haben wir natürlich die Schnelleren, beziehungsweise die, die jetzt im Hauptrennen besser waren, haben wir natürlich jetzt alle hinten stecken. Und wie die sich jetzt hinten schlagen werden, das ist jetzt ein ganz interessantes Ding. Alex bestimmt das Tempo. Und er darf jetzt bestimmen, ich weiß nicht, wie ich im Lead-Test, oh Gottes Willen. Das ist eigentlich ganz lustig, das ist so, ja, das Problem ist, der Heckflügel ist halt voll im Weg. Der gefällt mir schon besser. Oder machen wir die Perspektive von außen? Also der Drachenwolf, der... Ach guck mal, wir haben auch sogar zwei Zitronen. Es fällt mir jetzt auf, dass wir zwei Zitronenfahrer haben. Aber der Alex hat jetzt schon... einen guten Abstand. Jetzt schon eine Sekunde Abstand. Der Pfalzgraf sollte da vielleicht ein bisschen näher ranfahren. Ja, die Einführungsrunde auf 25 Minuten Strecken kann man auch machen. So, und los geht es.
3 Minuten 15 hat der Alex gebraucht, das kann man hier festhalten. Fährt aber schon mal souverän. Oh, und hier wird's jetzt zum ersten Mal kritisch. Aber das hat der Alex echt gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Und hier vorne geht's jetzt ein bisschen. Fahren mehrere nebeneinander, der Svensson und der Hennes. Und der Marcelino. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Da kriegt er noch einen Stupser mit und oh, da verliert der Alex ein paar Plätze. Oh, da kriegt er noch den von innen, wird er überholt. Vom Drachenwolf. Black Eye hat mittlerweile die Führung übernommen. Und dahinter der Mini, der wird aber jetzt geschluckt von 3 Autos. Um Gottes Willen. Ich halte mich mal hier rein. Oh, der. Ich hätte vielleicht den Namen mal anmachen sollen. Verliert auf jeden Fall der. Der Drachenwolf müsste das sein. Der die Kontrolle verloren hat. Black Eye auf jeden Fall auf der 1. Eddie Sven auf der 2. Cody auf 3. Mini auf 4. Marcelino auf 5, Svensson auf der 6 und Fate of Fools und Harry Hirntod, die sind ja von den letzten beiden Plätzen eigentlich gestartet. Zane One noch dahinter, aber... Und die sind jetzt schon auf 7 und 8. Und Alex ist bis auf die 9 schon zurückgefallen. Das ist natürlich bitter. Wird jetzt vom Hahn überholt. Jetzt kommt der ganze Rest auch noch. Zane One vom letzten Platz... Oh, geht da außen dran vorbei? Nee, doch nicht. Oh, aber kriegt da jetzt eine mit. Uiuiui. Vom Hennes. Und jetzt der Drachenwolf. Es war der Drachenwolf vor allem im Kies. Ui. Da hat er auch eine Gefahrenbremsung hingelegt. So, wir schalten mal nach vorne. Oh, hier ruckelt's. Hier ruckelt's. Black Eye auf der 1, Eddie Sven auf der 2 mit einer halben Sekunde Strafe. Svensson greift Mini an. Und geht auch an ihm vorbei. Er ist Vierter jetzt. Svensson macht richtig Plätze gut hier im Moment. Das sieht richtig gut aus. Fate of Foot auf 6 schon. Harry Hirntod auf der 7. Die zwei Teamkollegen, die sind unzertrennlich heute. Da haben wir den Hahn, den Cody, Drachenwolf vorm Hennes. Oh, und der Hennes, der verbremst sich da, kommt aufs Gras. Muss jetzt hinten aufpassen für den Sane One, aber der bleibt noch dahinter. Und der Svensson hat schon den Marcelino vor der Nase. Kann er den Marcelino etwa schon angreifen? Aber da hinten kommen die zwei Haas-Piloten. Zwei Ferrari-Fahrer. Im Haas-Design. Vorne scheint es erstmal soweit klar zu sein. Wir sehen Black Eye da in der Schikane gerade rausfahren. Der 1, Eddie Sven auf 2, Black Marcelino 3 und Svensson auf der 4. Fate of All Fools auf der 6, Harry Hirntod 7, Harness auf der 8. Das hat sich jetzt so ein bisschen alles eingependelt. Alex ist leider bis auf die 14 wieder zurückgefallen. Und das, ja, wir sind jetzt in Runde 4. Natürlich sehr schade. Aber der Svensson, der macht hier ein richtig gutes Bild. Kommt er jetzt sogar in? Setzt er an zu überholen? Ah, jetzt vielleicht in. Jetzt kommt er gut raus. Jetzt ist er sehr gut rausgekommen. Oh, kleiner Strauchler von Marcelino. Aber da kam der Svensson gut vorbei. Svensson auf der 3. Können wir mal ganz kurz die Reifen angucken. Rennen weich für Black Eye, das ist jetzt ganz schwierig.
weil er wird mit diesem Reifen nicht durchfahren. Genauso wenig wie Eddie Sven. Sven von mit den weichen Reifen, Marcelino mit den Mediums, der kann mit den Reifen durchfahren. Mini mit den weichen Reifen, Fate of Euphos mit den harten, Hirntod mit den harten. Also für mich haben eigentlich nur Marcelino, Fate of All Fools, Harry Hirntod einen richtigen Guess gemacht und nicht auf den weichen Reifen gesetzt, weil mit den weichen Reifen ist der einzige Reifen, mit dem du nicht durchfahren kannst. Zumindest finde ich das jetzt ziemlich beeindruckend. Cody mit den weichen Reifen, Hennis mit den weichen Reifen, Hahn mit den harten, Drachenwurf mit den Mediums, Sainwall mit den harten Reifen, Falskopf mit den harten, also das hintere Feld alle mit den harten Reifen. Aber das vordere Feld alle mit den Medium, mit den weichen Reifen. Und ich weiß nicht, ob das, also ich, da sehe ich den Marcelino jetzt tatsächlich in einem guten Vorteil. Der hat als einziger in der ganzen Spitzengruppe die Mediums genommen. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Klar, die Fahrer mussten jetzt das nehmen, was sie im Hauptrennen noch nicht benutzt hatten. Aber dann hätte ich mir das Hauptrennen, ich glaube, das hatte ich aber auch schon thematisiert, dann hätte ich mir das Hauptrennen anders eingeteilt. Dass ich jetzt noch mit den weichen Reifen fahren müsste. Aber gut, vielleicht fängt das ja auch nochmal an zu regnen, wer weiß denn das schon, ne? Wobei es ja gerade im Moment ziemlich gut aussieht. So, wir haben den Mini, der relativ nah am Marcelino dran ist. Ich lasse euch mal mit dem Bild allein, ich muss mal einen Schluck trinken. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, was der Mini hier macht. Den Marcelino hier sehr gut unter Druck setzen. Vielleicht jetzt aus dem Windschatten heraus. Kommt er da? Deckt der Marcelino innen ab? Tut er nicht. Deswegen sitzt sich Mini auf die Innenbahn. Aber so richtig reinbremsen tut er sich doch nicht. Oh, jetzt wissen beide nicht so ganz, was sie tun wollen. Also der Mini hat nicht ganz konsequent durchgezogen. Marcelino hat die Tür offen gelassen für den Mini und da hätte der Mini auch besser in die innere Schnittstelle reinfahren können. Das hat der Mini jetzt meiner Meinung nach ein bisschen versaut. Bin ich ehrlich, da hätte er vorbeiziehen können. Aber gut. Eddie Sven hat die Führung übernommen. Black Eye ist tatsächlich nur noch Zweiter. Das habe ich natürlich jetzt gar nicht mitbekommen. Ob da jetzt ein Fehler bei Black Eye war? Weiß ich nicht genau. Oh, hier hinten geht es aber auch gut ab. Die zwei Ferrari-Fahrer hier werden gejagt vom Rest des Feldes. Wobei Fate of All Fools und Harry Hirntod, das sind jetzt beide die Fahrer, die im Hauptrennen ziemlich dominant vorne weggefahren sind, aber jetzt tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich hier nach vorne zu hauen. Also ich hätte jetzt echt gedacht, die wären früher in den Top-Positionen. Aber okay, die haben die harten Reifen. Sie haben die harten Reifen, die anderen haben all den weichen Reifen. Und deswegen, ihr Rennen wird später noch kommen, wenn die anderen alle in die Box fahren. Und ich sehe den Marcelino halt in einer echt guten Position. Weil die drei vor ihm fahren auf Mediums, auf weichen Reifen. Das sind übrigens auch drei Porsches, habe ich auch mal gerade
Wir haben drei Porsche auf der ersten, auf den ersten drei Positionen, dann kommt erst die erste Corvette. Und irgendwo mittendrin haben wir zwei Ferraris. Oh, der Cody ist auch. Oh, oh, oh. Cody im AMG. Ich weiß nicht, ob der Topspeed vom AMG reicht, um am Ferrari vorbeizugehen. Ja, nach rechts gucken bringt mir jetzt hier auch nichts. Hat nicht gereicht. Aber die beiden Ferraris hängen so ein bisschen im Feld drin. Die kommen nicht so ganz raus. Die werden da vom Mini und vom Marcelino jetzt aufgehalten. Oh, der Mini geht da jetzt vorbei am... am Marcelino. Kommt da der erste Ferrari schon hinterher. Fate of all fools. Außenrum. Vorbei am Marcelino. Ich warte natürlich direkt der zweite Ferrari, der will auch außenrum vorbei. Ich spring mal einen weiter nach hinten. Dann sehen wir das. Wie Harry Hirntod versucht jetzt am Marcelino vorbeizukommen. Aber der Marcelino macht das richtig gut. Lässt sie da nicht vorbei. Oh, der Mercedes da knapp am Kies dran. Hat auch nicht mehr viel gefehlt. Mini kann sich direkt ein bisschen absetzen. Uiuiuiui. Hat der Marcelino ein bisschen später gebremst und hat noch kurz überlegt, ob er rechts neben anziehen will, aber hat es dann zum Glück zurückgezogen. So, ich bring mal noch einen nach hinten. Wir sind jetzt bei Marcelino an Bord. Auf der Corvette. Wow, Cody! Hat mal komplett den Bremspunkt verhauen. Eieiei, das war richtig knapp gerade. Da hätte er auch noch fast einen mitgenommen. Marcelino hat jetzt richtig Druck hier. Mann! Hat den Harry Hirntod hinten dranhängen. Kann aber vielleicht... hier noch angreifen. Der Mini lässt die Innenbahn offen und lädt damit den Fate of All Fools ein, hier vorbeizugehen. Fate of All Fools. Jetzt Vierter und Harry Hirntod greift Marcelino an. Marcelino geht da ziemlich eng um die Kurve rum. Und Harry Hirntod ist jetzt vorbei. Marcelino und auch Mini kommt da nicht mehr vorbei am Fate of All Fools. Vorne ist weiterhin Eddie Sven vor Black Eye vor Svensson. Aber die zwei Ferraris, die versuchen sich jetzt durchs Feld zu fliegen. Der Fate of All Fools hat auf jeden Fall jetzt erstmal freie Bahn. Der kann jetzt versuchen, am Svensson ranzukommen. Der hat 11 Sekunden Vorsprung schon. Guck mal nach vorne. Eddie Sven mit einer halben Sekunde Strafe auf. Wie lange kann sich der Mini jetzt noch bei den Ferraris halten? Oder kann er vielleicht sogar den Fate of All Fools nochmal zurück angreifen? Wird schwer. Vielleicht am Ende der Start-Zielgeraden. Aber er hat halt auch den Harry Hirntod hinten dran hängen. Ne? Das ist halt auch so. Gucken wir mal. Was jetzt hier passiert. Fate of All Fools führt die Kolonne zumindest an. Mini noch im Windschatten. Aber bremst so spät! Und da geht er weit! Und da verliert er ein paar Positionen. Da verliert er die Position an Harry Hirntod, aber er kann auch vor Marcelino bleiben. Und da sind jetzt beide Ferraris vorne. Also was heißt vorne? Die sind halt vorbei an dem ganzen Zug hier. Das hat aber auch ewig gedauert, bis die jetzt mal vorbei waren.
Aber Fate of All Fools, 12 Sekunden zum Black Eye. Black Eye! Hat einen Fehler gehabt. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum Svensson auf 2 ist. Und Black Eye mit dem Fehler. Und jetzt lässt er sogar den Fate of All Fools vorbei. Auch eine interessante Taktik. Lässt er jetzt den anderen Ferrari auch vorbei? Oh, haben wir da? Oh. Mayday. Weicher Reifen hält. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Hält wirklich der weiche Reifen? Also die mit den weichen Reifen, ich hab echt gedacht, die halten nicht durch. Bin ich ja ehrlich. Aber anscheinend. So, durch das kleine Chaos hier haben wir jetzt ein bisschen, hab ich jetzt zumindest die Übersicht ein bisschen verloren. Denn Marcelino direkt hinter Black Eye. Also am Anfang des Rennens hätte ich gesagt, mit den weichen Reifen kann doch schwer durchzufahren. Aber ich lass mich ja. Uiuiui! Boah, da hätte der Marcelino. Boah, das war aber jetzt saugefährlich. Hat der. Der Marcelino wurde fast gedreht. Man sieht sogar seine Seitenwand hinten. Wie verbeult sie jetzt dadurch ist. Nee, also ich, wie gesagt, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die tatsächlich durchfahren können mit den weichen Reifen. Hab ich mich dann tatsächlich verschätzt. Aber ich glaube trotzdem, dass Marcelino und auch Harry Hirntod und auch Fate of All Fools mit den jeweils anderen Reifen Vorteile haben jetzt. Weil wenn ich mir die weichen Reifen so angucke, die sind schon zur Hälfte runter. Schalten noch mal mitten ins Feld rein. Also, wer beklebt denn auch seine Heckscheibe, Mann? So. Wir sind jetzt bei Marcelino. Harry Hirntod auf der 8. Der ist zurückgefallen bis auf die 8. Was ist denn da passiert? Habe ich da jetzt was nicht mitbekommen? Harry Hirntod hat auf jeden Fall wieder viele Plätze verloren. Der war auf 4. So. Aber ich glaube, Harry Hirntod greift jetzt der Blast zum Angriff. Uiuiuiui. Haben wir da eine Überrundung schon drin, oder? Nee, das ist der Hennis selber. Alter! Beklebt doch nicht deine Eckscheibe! So, jetzt ist aber der Harry Hirntod am Marcelino vorbei. Das hat er jetzt geschafft. Ach, guck mal, ich habe sogar jetzt einen Rückspiegel, der nach vorne zeigt. Das ist immer lustig. Sieh, das merke ich jetzt erst. So, Harry Hirntod. Sticht er jetzt rein in die Kurve? Macht er. Und da hat der Hennis jetzt auch fair Platz gelassen. Guck mal ganz kurz nach vorne. Ui. Ja, guckt euch die Reifen an. Also mit den weichen Reifen, ich hätte es nicht gemacht.
Bin ich ja ganz ehrlich. Ich hätte es nicht gemacht. Fate of All Fools auf der dritten Position. Svensson ist auf der 1, Leute. Vorbei am Eddie Sven. Das habe ich natürlich auch gekonnt verpasst. Svensson hat Eddie Sven überholt. Beide mit den weichen Reifen. Die von Svensson sehen sogar noch ein bisschen schlechter aus als die von Eddie Sven. Fate of All Fools mit den harten Reifen. Also wenn die weichen Reifen jetzt richtig einbrechen, dann hat der Fate of All Fools gute Karten, das jetzt noch zu gewinnen. Genauso wie Mini mit den weichen Reifen, Hennis mit den weichen. Guck mal, die greifen vom Cody an. Die sind schon mehr als die Hälfte runter. Oh Gott, ich hatte kurz ein Standbild, ich hatte gut. Aber wir sind jetzt in der letzten Runde. Wir sind in der letzten Runde. Also die Weichreifenfahrer haben es doch über die Ziellinie gekriegt, muss man dann sagen. Wenn sie die Runde jetzt absolviert haben. Aber ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre eher auf dem Medium gegangen. So. Ich bin ehrlich, ich habe nicht viel vom Svensson's Rennen mitbekommen, weil ich ziemlich festgegangen habe hinten in dem Tumult hier, das auch immer noch herrscht hier hinten. Aber ich beglückwünsche ihn, dass er das Sprintrennen gewonnen hat. Er ist auch irgendwo mitten im Feld gestartet. Und hat sich dann nach vorne gekämpft. Also extrem starkes und gutes Rennen vom Svensson mit dem Mantai Porsche. Damit hat er sowieso schon mein Fanherz. Und damit gewinnt er das Sprintrennen vor Eddie Sven, vor Fate of Fools. Also wir haben zweimal Porsche, dann kommt der erste Ferrari und dann kommt der dritte Porsche und dann kommt der zweite Ferrari. Black Eye auf der 4, Hirntod auf der 5, Mini auf der 6, knapp vor Hennis und vor Marcelino, also da durfte sich keiner einen Fehler leisten. Hahn auf der 9, Sane One auf der 10, fürs spontane Einspringen und vom letzten Platz gestartet, hat er auch 4 Positionen gut gemacht. Knapp vorm Drachenwolf. Cody hat in den letzten Kurven richtig viel verloren. Guckt euch die Reifen an. Das ist echt bitter. Und Alex und Pfalzgraf waren schon abgewunken, schon überrundet. Und das war das Sprintrennen. Na gut, die Reihenfolge, die wir hier haben, ich glaube, die stimmt nicht mehr. Nee. Die stimmt nicht mehr. Aber das war's. Das war das zweite Testrennen der B-Liga. Und ich hoffe, dass ich das halbwegs gut rübergebracht habe. Es ist wirklich ein bisschen chaotisch jetzt gewesen durch die ganzen Einstellungen. Bin ich eher dafür, dass man Streamer von Host und Leitung und dem allen ein bisschen raushält. Aber ich denke doch, dass das alles ein ganz gelungener Abend war. Zumindest durch die Resonanzen, die ich im Chat immer gelesen habe. Lief das doch ganz sauber. Und es hat mich gefreut, dass das mit der Einführungsrunde gut geklappt hat. So, ich beende den Stream. Ich freue mich über jeden, der das hier nachträglich schaut. Über jeden, der live dabei war. Hat mir Spaß gemacht, das zu kommentieren. Es war relativ spontan und es war auch mein erstes Mal, dass ich GT im Zuschauermodus gestreamt habe und das hat man wahrscheinlich auch gemerkt, aber ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Vielen Dank, Kuli. Wie gesagt, mega, dass ihr da wart und live dabei wart.
Nächste Woche, Freitag, geht es dann mit dem Testrennen wieder mit der A-Liga los. Das streame ich aber nicht, da werde ich selber fahren. Wird wahrscheinlich ein Stream auf dem Hauptkanal Rookie Racing dann geben. Oder es wird danach kommentiert. Das ist halt das Problem, dass es auch keinen Stream gab zum A-Liga-Rennen der letzten Woche von dem Nürburgring. Es allerdings Wiederholungen gibt. Ich habe die Wiederholung gespeichert. Das Problem ist, ich kann sie nicht hochladen, weil das Spiel sagt nö. Und dementsprechend können wir das irgendwie nicht nachkommentieren. Außer ich kommentiere es nach, weil. Aber ich weiß nicht, ob das so, ob ich das hinbekomme. Gut. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Restabend, ein schönes kommendes Wochenende und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja. Tschö. Wie der Kuli Klee schon sagt.